Willkommen. Eine halbe Stunde und ist noch nichts passiert. Ja, wir haben noch nicht mal richtig angefangen und das sind schon 2 Stunden um eine. Pilger. I wish Edith was here. It'd hearten him to see true faith in action. But instead, he's out in the hellhole that is Driftwood, protecting the unholy with justice and peace. Sieht aus wie der Pirat aus Prince of Persia Teil 2008. Da waren wir ja nicht schon mal. Oh, muss man hier 1000 Mal niesen. Mal gucken, ob wir hier rein können. Ho. May Lucian return. Soll ich ja nur nicken? Kennen wir Lucian überhaupt? Oh ja, passt schon. Good luck on the path of blood, Pilgrim. I hope you're truly free from sin. Seems unlikely, judging by the look of you. Wir dürfen passieren. Oh, sieht blutig aus hier. Hier, mir gefällt's hier schon. Ich geh mal beten. Was für ein Blutbad. Mario hat gesprochen. So. Der Lucians Tag war nicht der Lucians Tag ohne die Gläubigen, die sich sammeln und um seine Rückkehr beten. Je mehr Stimmen in den Ruf einfallen, desto besser. Oh, ich möchte mehr hören von dem ewigen Gebet, bitte. The signs suggest that if we pray hard enough, Lucian will return to save us. Every year we gather to offer our prayers in his name. We stand united, hoping that he will favor us once more. Wo ist denn der Weg des Blutes? Ah, the path of blood is a more advanced form of pilgrimage. I would not advise it unless you believe yourself to be free from sin. And trust me, none are free from sin. The path of blood ends in death for those who attempt it. Consider yourself warned. Klingt gefährlich. Wer hat die erschaffen? Redet er bei dir auch ab und zu nicht? Also jetzt redet er gerade nicht. Und bei mir auch nicht. Herr Aarhus Schöpfung. Er lebt in Aarhus. In Dänemark. Er ist natürlich der Hüter des Grabs und hat den Bau selbst beaufsichtigt. Er hätte aber nicht ohne Sanders Hilfe schaffen können. Der hat eine Menge Talent für die Ingenieurskunst. Verbringt aktuell mehr Zeit damit, an sein Spielzeug zu basteln. Schade darum. Aber das ist wohl der Preis dafür, ein Genie zu sein. Der Hammer fällt. Das ist der Hammer. Das hat übrigens angefangen mit Tag 20, nachdem die gegen den Berg gekracht ist, die Rachefürstin. Wir haben erfahren, dass Herr Ahu sowie ein gewisser Spielzeugverkäufer namens Sanders möglicherweise wissen, wie man in Lucians Krypta gelangt. Wir sollten beide aufsuchen. Wir müssen in die Krypta. Und der Spielzeugmacher wüsste wie. Ich lese Gold. Leider darf ich es nicht aufheben. Hier ist einer mit Namen. Wo bist denn du? Warum bist du denn da unten? Ich stehe vor dem Spielzeugladen. Ja, ich habe aber nicht. Ich habe auch nicht gesagt, auf zum Spielzeugladen. Ich stehe da jetzt aber. Ja, ich bin noch in der Kirche zugange. Also, wenn wir erkunden, dann erkunden wir doch richtig.
Okay, oder komm zu dir. I do worry about her. I hope she's safe. I hope they're treating her well. Mehr wollte ich nicht wissen. Please return. Ich möchte da hinten noch weiter, vielleicht steht da der Papst oder so im blutigen Gewand. Hey, ich zuerst. Pilger Hoffnungsstreich? Hoffnungsreich? Ich glaube, das ist der Pfad, auf dem wir nicht laufen sollten. Den möchte ich beschreiten. Der klingt lustig. Speicher mal bitte. Irgendwas hat er gesagt und... Betet? Oh! Tot. Ich möchte den looten. Hast du gespeichert? Nö. Mach mal bitte. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich da am Ende angekommen bin. Du stirbst, würde ich mal sagen. Ist noch nicht gespeichert? Jetzt ist es gespeichert. Oh, ich will mehr raus. Kannst du dich zu mir teleportieren? Ja. Ich probiere es nochmal. Es hat übrigens der Tür wieder geöffnet. Wir haben uns dem Weg des Blutes genähert. Werden wir als gerecht beurteilt und dürfen passieren? Fragezeichen? Zu Bill niemals. Wie die Tür auch sofort zugeht, ne? Sobald der rote Prinz durch ist. Wie die Musik jetzt vom Chor gesungen wird, ne? Ist richtig geil. Du hast gespeichert, ne? Hast du gespeichert? Find's heraus. Hier sind so viele Tote. Ich habe eine Pilgermuschel gefunden. Und du hast einen Knopf gefunden. Ein Knopf? Wo? Oh. Ach da! Soll ich den Knaller zünden? Zünd den Knaller. Irre. Ja, ich schau mir das mal an. There's a slot above the button. It looks like something should be placed in it. Ich drück den Knopf. Nothing happens. Toll. Knaller. Okay. Ich mach das Licht aus. Musst also erst noch irgendwas finden, was du da rein... Hol mal Ivan bitte. Er müsste mal eben die Säge öffnen. Okay. Kann ich mich hin teleportieren? Ivan hat... Ja. Oh nein! Etwas hat die Tür geschlossen. Oh nice. Genau, Ivan hat nämlich 3000 Stärke, er kann die Truhen öffnen mit einer Hand. Looking at this, I'd say we're close to Lucian's body. Lucian's statue creaks and groans. Ich hab was angeklickt. Its voice is stony. It grinds and crackles with magic. Thou shalt answer 4 questions. Art thou ready? Nö. Sagt Ivan nein. It turns to cold, dead stone once more. Bestimmt ein Passwort. Ich habe einfach nö gesagt. Und das hat mir gehorcht. So, was habe ich denn gefunden? Oh ja, was hast du gefunden? Ein magisches Amulett mit 446 magischer Rüstung und sonst gar nichts. Krass, oder? Vielleicht kann ich die Pilgermuschel irgendwie kombinieren, keine Ahnung. Womit soll ich den kombinieren? Ich glaube, wir müssen mit dem Spielzeugmacher reden. Sein, du willst riskieren, mit der Statue zu reden und sagen, hey, ich bin bereit. Ich kann es ja probieren, ne? Ja. Speicher mal lieber, wir haben was erfahren. Ach,
Was? Wir sehen, wie du stirbst. Kannst du mir wieder beleben. Lucian's statue creaks and groans. When it speaks, its voice is stony. It grinds and crackles with magic. Nee. Ich hab noch, bin noch nicht bereit. Ich hab ne, ich muss was machen. Okay. Ach so. Du bist doch voll. Er hat doch gar nichts gemacht. Ach so. Wenn ich schon die Chance habe, hier alle voll zu saugen, dann mache ich das auch. Kostenlose Leichen. Mhm. Die werden auch schön benutzt. So. Und jetzt, oh, jetzt kann ich ihn ansprechen. Lucian's statue creaked. Thou shalt answer four questions. Art thou ready? Ich bin bereit. Dost thou steal? Stehlt ihr? Tja, wie soll ich denn sonst mein ehrliches Auskommen finden? Thou art impure. Thou dost not pass. Aua! Muhaha. Wir haben es nicht geschafft, den Weg des Blutes zu bestehen. Es muss doch eine andere Möglichkeit geben. Hä, du kannst Wiederbelebungszauber? Ja. Natürlich. Krass. Wie das? Magie. Cool. Das ist top. Tja. Diese, wir haben als Regel gesetzt, wenn wir diese viereckigen Wörter in Kammern sehen, ne? Dann machen wir das auch, oder? Viereckige Wörter, was? Ja, zum Beispiel gesetzloser oder... Achso. Nee, das ist ja also nur halt eine Antwort, die du freigeschaltet hast, dadurch, dass du halt das, den Hintergrund hast. Oder? Ja, und das ist doch toll. Wir müssen das machen. Ich finde okay. Ich finde das eine tolle Regel. Der Spielzeugmeister ist Sanders. Da ist er, ja. You're positively haunting me with your presence of late. Something I can help you with? 3. Ist es wahr, dass du den Weg des Blutes in der Kathedrale geschaffen hast? Myself and others. Some of the finest feats of engineering ever conceived guard the remains of the divine. The Path of Blood was our masterpiece. Now I'm the last one alive, the last engineer of the cathedral and its secrets. I've retired and found a new calling, these wondrous darlings. Guck mal, da, im Hintergrund hörst du die Musik unseres Intros. One of my late colleagues designed them for the cathedral. Little wind-up sentries to guard against intruders. Now I busy myself turning the surplus into toys. It truly feels good to spread a little joy in my twilight years. Mhm. Ich muss den überwinden, den Blutespfad. Absolutely not. Path of Blood is my legacy and the legacy of my late departed fellows. I can't just give away its secrets. Ich muss den überwinden, den Blutespfad. Absolut nicht. Gedächtnisheld, was ist das für eine Kombination? Was, ich finde das eigentlich noch geiler, weil Intelligenz ja so hoch ist bei mir. Ich habe schon herausgefunden, welche Fallen du installiert hast. Sag es mir doch einfach direkt mal. Du kannst es mir genauso gut so selbst sagen jetzt. Natürlich erfolgreich. Was? Well, all right then. In order to pass the first chamber, you'll need an amulet that's charged with source.
der Quellenenergie von 5 Seelen, um genau zu sein. Das hast du vergessen zu sagen. Echt, ey? Here, take this amulet and fill it with sauce. Sauce. When you've done that, return to me and I'll tell you what must be done next. Okay, also müssen wir Soße finden. Wir haben die wir haben ein Quellenamulett erhalten. Es muss getragen und mit der Quellenenergie von 5 Seelen gefüllt werden, bevor wir es benutzen können. Wir haben Spielzeugverkäufer Senders gebeten, uns zu helfen und den Weg des Blutes zu überwinden und in die Kathedrale zu gehen. Erst müssen wir ein Amulett füllen. Erstmal in die Kathedrale gehen und gucken, ob wir die Leichen auch irgendwie, also die Seelen von den Leichen eben nutzen können. Wenn dann nutzen wir alles. Genau, ich habe genug Leichen, glaube ich, schon abgezogen. Ich hoffe, wir können die Seelen, die noch da sind, irgendwie nutzen. Drück den Daumen hoch. Ich hab irgendwie... Ich wollte irgendwas reimen auf hoch, es funktioniert nicht. Mir fällt keiner ein. Ah, hier ist... Eine Seele zumindest. Zwei... Es muss auf jeden Fall getragen werden. Rede erstmal mit denen, vielleicht helfen die auch noch irgendwie. Warte mal, was löscht es aus? Aura des Ausweichens geht weg, lebendige Wand, Intelligenz verliere ich direkt. Geo, Pyro, Geo. Okay. Also ich verliere direkt mal 2 Zauber, aber ich kriege auch wieder, ne? Ja. Halten wir das mal so fest. Dafür habe ich halt Quellenenergie auffüllen. Oh, ich könnte sogar euch absaugen. Aber rede erstmal mit der mit den Leuten. I was sure I'd make it. What did I do wrong? Did I commit some sin without knowing? Did I sin by thinking I was pure? Blessed divine, enlighten me. Tja, soll ich die verzehren? Ist das jetzt vom Item oder ist das von dir? Könnte auch von ich sein. Ich lasse es lieber. Sonst sagt die da nichts. Alter, was hat das Ding plötzlich für eine Reichweite? Dann ist übrigens noch ein Toter. Ja. Und noch ein Toter. Sag, da sind 2. Ich hab sogar mit Vermögen ausgegeben. Tja, ich glaube, bei ihm ist es Geld. Tja. Die haben alle irgendwie gesündigt. Genau. Dann fangen wir an, sie aufzusagen. Haben wir schon mal 3. Ich zitiere jetzt ein Zitat aus einem Film. Vater, ich habe gesündigt. Sehr oft und sehr gerne. Zitat Ende. Tja. Ach, da hinten ist noch ein toter Pilger. Sorry, aber ich muss deine Leiche absorbieren. Kann ich gar nicht. Ich kann anscheinend nur leben. Ich kann anscheinend nur Seelen nehmen, ja. Soll ich das machen? Ja. Ihr werdet der Schlüssel... Ich kann die gar nicht einsammeln. Nein! Hä? Ich habe mich selbst absorbiert? Irgendwas hat nicht funktioniert. Aber offensichtlich, ja, einmal.
Ich probiere das jetzt mal beim anderen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt... Oh. Red, du bist jetzt das Versuchskaninchen. Quelle auffüllen. Gegenstand hat keine Ladung mehr. What? Hä? Jetzt ist er leer. Jetzt kann ich ihn nicht benutzen. Entnimm deine Amulettquellenenergie und nicht befüll es. Dann muss ich ja doch Geist verzehren. Oder? Ich probiere es einfach aus. Ja, so funktioniert das. Das heißt, wir hatten schon zwei Ladungen und die habe ich jetzt verbraucht. Ah, nein, da hätte das ja genau gereicht. Hättest du mal gelesen. Ja. Du warst ja genauso. Was? Ich habe das nicht lesen können. Du hast mir nichts vorgelesen. Ist ja noch irgendwie ein Toter? Da ist noch einer. Wo ist er? Hä? Wir haben doch schon geredet. Ja, wo ist er? Ach, der ist im Wasser. Ist doch gerade hin. Der ist unter Wasser. Ich kann ihn nicht anklicken. Ich muss ihn leider selbst. Ich muss ihn anklicken. Meine Amulett ist. Mein Amulett glüht vor Soße. Ich bin gerade im Garten von Cam. Mal gucken, ob hier noch irgendwelche Seelen rumlaufen. Ja, hier ist anscheinend nichts mehr los. Also ich habe hier alles gestohlen und abgesaugt, was geht. Ich komme dir mal zu Hilfe. Achso, genau. Ich glaube, ich weiß, wo noch Leichen sind. Ja, hier. Mitten auf dem Dorfplatz. Buchen sollst du suchen, Leichen sollst du weiten, oder? Ja, ja, mitten auf dem Dorfplatz, aber wie reagieren die drauf, wenn ich die absauche? Speicher mal lieber. Ich will nicht zu riskieren, dass die plötzlich wieder alle gegen uns sind. Dann haben wir plötzlich wieder einen Krieg vor uns. Speichern ist erfolgreich gewesen, während ich das abgesaugt habe. Das war auch geil. Hast du gerade gesehen, wie der Typ gerade ein Stück Leiche auf den Wagen geworfen hat und die Leiche durch den Wagen geklippt ist? Ja, das habe ich auch gesehen. So, es ist uns gelungen, das Amulett mit Quellenenergie zu erfüllen. Wir sollten es anders zurückkehren. Es ist uns gelungen, das Amulett mit der Quellenenergie von 5 Seelen zu füllen. Das werden wir beim nächsten Mal machen. Danke fürs Zusehen. Ciao, ciao.